Nachrichtentechnik-Übungen im Sommersemester 2020, Informationstheorie und Codierung, Übung 1, die Rechenbeispiele, Teil 2. Mein Name ist Reinhard Seif, ich werde mit Ihnen diese Rechenbeispiele nun durchgehen. Übungsbeispiel 4, also das erste Beispiel im Teil 2. Ein Satellit wechselt bei einem kritischen Systemfehler in einen Sicherheitsmodus und sendet regelmäßig kurze Statusnachrichten. Ein Techniker des Bodenpersonals empfängt diese Statusnachrichten mehrere Tage lang und führt anschließend eine Analyse der gesammelten Daten durch. Es zeigt sich, dass die Statusnachricht unabhängig von ihrer Länge aus nur 7 Zeichen besteht. Insgesamt wurden 120.000 Zeichen mit der folgenden Häufigkeit empfangen. Satelliten besitzen meistens so einen Sicherheitsmodus, auch unsere Satelliten hier am Institut. Wenn etwas Kritisches passiert, dann wechseln sie in diesen Sicherheitsmodus und dann wird nur noch die wirklich essentielle Information zum Boden gesendet. Beispielsweise, wie der Ladestatus der Batterie ist, wie die internen Temperaturen so sind, ob die Solarpaneele noch funktionieren, also wirklich nur die wichtigen Sachen. Der Techniker vom Bodenpersonal muss sich natürlich anschauen, was mit dem Satelliten gerade passiert. Er muss herausfinden, wodurch der Fehler hervorgerufen wurde und diesen möglichst korrigieren. Das tun wir hier allerdings nicht. Wir schauen uns die Nachricht im Sinne der Informationstheorie an und wollen bestimmen, ob die Zeichen und die Nachricht effizient und gut übertragen wird oder eher ineffizient und weniger günstig, das heißt mit viel Redundanz. Schauen wir uns dazu Punkt A von Beispiel 4 an. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit des Auftretens der einzelnen Zeichen. Und anschließend in B berechnen Sie den mittleren Informationsgehalt eines Zeichens, also die Entropie. Beispiel 4 A. Insgesamt haben wir n gleich 7 Zeichen. Und von denen soll die Wahrscheinlichkeit berechnet werden. Nun, die Wahrscheinlichkeit vom Zeichen A berechnet sich mit einer ganz einfachen Formel. Die Häufigkeit des Zeichens durch die Gesamthäufigkeit ergibt die Wahrscheinlichkeit. Das ist so ähnlich wie beim Würfelexperiment. Beim Würfelexperiment wird der eine Seite oder die Wahrscheinlichkeit von einer Zahl so berechnet, indem man 1 durch 6 dividiert, also sprich die gewünschte Seite durch die Anzahl der möglichen Seiten. Hier ist das Gleiche. Wir haben also eine bestimmte Anzahl an Zeichen und dividieren die durch die möglichen, also durch die Summe aller Zeichen. Für A wäre das nun 10.800 dividiert durch die Gesamtsumme von 120.000. Das ergibt 0,09. Für B ist das dann 20.400 durch 120.000 ist gleich 0,17. Für das Zeichen C ist es dann 0,03 entsprechend, für das Zeichen D ist es 0,08, für das Zeichen E ist es 0,22, für das Zeichen F ist es 0,27 und für das Zeichen G, das letzte, schreibe ich nochmal die Formel hin. G hat eine Häufigkeit von insgesamt, ich muss mal schnell nachschauen, die Angabe 16.800 durch 120.000 ist dann somit 0,14. Ich unterstreiche die Ergebnisse nochmal. So. Dann machen wir natürlich die Kontrolle, die Summe muss gleich 1 sein und das stimmt hier auch. Damit hätten wir also schon die Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Zeichen berechnet. In Punkt B sollen wir nun die Entropie berechnen. H ist gleich minus die Summe von I gleich 1 bis 7 Zeichen von der Wahrscheinlichkeit jedes Zeichens mal Logarithmus dualis der Wahrscheinlichkeit. Wir schreiben das wieder hin, minus Klammer auf, 0,09 mal Logarithmus dualis 0,09 plus 0,17 mal Logarithmus dualis 0,17 plus 0,03 mal Logarithmus dualis 0,03 plus 0,08 mal Logarithmus dualis 0,08
und so weiter. Also wieder für alle Zeichen, die wir vorher berechnet haben. Bloß das letzte Zeichen 0,14. Mal Logarithmus zu alles 0,14. So, Ecke, Klammer zu. Ist gleich 2,5782 Bit pro Zeichen. Sie sehen schon, mit unseren 5, 6 oder 7 Zeichen kommen natürlich immer ähnliche Werte für die Entropie heraus. Das hat einfach damit zu tun, dass wir nur eben so viel Zeichen haben. Bei 50 oder 100 Zeichen wäre die Entropie natürlich entsprechend auch höher. Damit hätten wir Punkt B nun auch berechnet. Schauen wir uns nun die anderen Angabepunkte an. Punkt C. Die Zeichen wurden als digitaler Blockcode übertragen. Bestimmen Sie die minimal notwendige Blocklänge und berechnen Sie die relative und absolute Redundanz. Machen wir das gleich. Punkt C. Wenn Sie den Begriff Blockcode lesen, dann sollten Sie natürlich gleich wissen, dass damit jedes Zeichen die gleiche Anzahl Bit hat. Das heißt, wir sollen uns mal diese Länge in Bit bestimmen. Das machen wir, indem wir uns den Logarithmus Dualis der Anzahl der Zeichen rechnen. Also Logarithmus Dualis von 7 ist gleich 2,807. Diesen runden wir dann auf. Also wir runden 2,807 auf. Und das ist unser m quer. In dem Fall also 3 Bit pro Zeichen. Danach rechnen wir die Redundanz aus, ist gleich m quer minus h, ist also 3 minus 2,5782. Gleich 0,42 Bit pro Zeichen ungefähr gerundet. Und das klein r, die relative Redundanz, ist groß R durch m quer mal 100%, ist dann 0,42 durch 3 mal 100% gleich 14,06%. Also kein sehr guter Code, aber auch kein sehr schlechter Code mit 14% Redundanz. Das wäre nun Punkt C. Schauen wir uns nun Punkt D an. Punkt D. Welcher Informationsfluss ist theoretisch und praktisch möglich, wenn 256.000 Zeichen pro Sekunde übertragen werden? Ich verwende mal ein neues Blatt. D. Nun, fangen wir mit dem Fall theoretisch an. Im theoretischen Fall kann ich annehmen oder kann ich davon ausgehen, dass ich mal nur Information übertrage. Das ist ja eigentlich das Ziel des Ganzen. Wenn ich nur Information übertrage, habe ich keine Redundanz. Ich kann also maximal viel von der nützlichen Information übertragen. Die Daten bestehen eigentlich nur noch aus Information. In diesem Fall könnte ich h' gleich h mal rz übertragen. Also mein Informationsgehalt, der mittlere Informationsgehalt, die Entropie, mal der Zeichenrate gibt meinen Informationsfluss. Im praktischen Fall allerdings, also das, was ich
tatsächlich habe, sind nicht nur Informationen, sondern eben auch Redundanz. Entsprechend übertrage ich nicht H, sondern M quer. Das heißt, H' ist mein M quer mal RZ. Das heißt, beim oberen Fall ist R gleich 0 und beim unteren Fall ist R ungleich 0. Das soll übrigens eine 0 sein. Manchmal streiche ich das durch, lassen Sie sich dadurch nicht verwirren. Im theoretischen Fall, wo ich davon ausgehe, dass wir also nur Informationen übertragen, bekommen wir 2,5782 mal unsere Zeichenrate, die in der Angabe steht, von 256.000 Zeichen pro Sekunde. Das ergibt dann 658.432 Bit pro Sekunde an Informationsfluss. Wenn ich mir das für den praktischen Fall ausrechne, ich nenne das mal übrigens H2', weil dieser Informationsfluss ist ja nicht der gleiche wie oben. Es ist eigentlich mehr Datenfluss, also wie viel ich über den Kanal bringe inklusive Redundanz. Und das wäre 3 mal 256.000 gleich 768.000 Bit pro Sekunde. Man muss hier bei der Formulierung natürlich ein bisschen aufpassen. Ich habe gesagt, wie viel ich über den Kanal bringe. Das hat jetzt noch nichts mit der Kanalkapazität zu tun, die uns ja vorgibt, wie viel maximal möglich ist. Es sagt uns hier lediglich aus, wenn ich nur Informationen übertragen würde, dann würde ich 658.000 Bit in der Sekunde übertragen. Wenn ich aber Informationen und Redundanz übertrage, übertrage ich in Summe 768.000 Bit. Unser Kanal muss also in der Lage sein, diese 768.000 Bit auch zu übertragen. Wenn er das nicht kann, dann wäre das natürlich schlecht. Dann könnte ich auch diese Zeichenrate gar nicht erreichen. Schauen wir uns nun Punkt E an. Welches Signal-Rauschverhältnis in dB benötigt man für die in D gegebenen Fälle bei einer Übertragung mit 50 kHz Bandbreite? Sie sehen natürlich schon Signal-Rauschabstand oder Verhältnis und Bandbreite, das heißt, diese zwei deuten schon auf die Kanalkapazität hin. Ich habe jetzt auf einem neuen Blatt begonnen, damit ich ein wenig mehr Platz habe. Die Kanalkapazität. C ist gleich B mal Logarithmus dualis 1 plus PS zu PN. PS zu PN ist also gesucht. Die Bandbreite kennen wir auch aus der Angabe. 50.000 Hertz oder 1 durch Sekunde. Wir wissen zudem, dass C immer größer gleich H' ist. Oder wie wir beim Punkt D berechnet haben, auch H2' im Falle von Redundanz. Das heißt, H' war unser theoretischer Fall und H2' war dann unser praktischer Fall, wo M quer statt H übertragen wird. Wir wissen aber auch, dass es einen Grenzfall gibt des Ganzen. Und zwar der Grenzfall ist C gleich H' bzw. H2'. Wenn beide gleich sind, dann übertrage ich also das maximal Mögliche, was der Kanal erlaubt. Nochmal zur Erinnerung, H' war 658.432 Bit pro Sekunde. Und H2' war im Punkt D 768.000 Bit pro Sekunde. Und wir schreiben hier einfach
Das ist gleich C. Für unser Beispiel nun, für diese beiden Fälle. Damit wir nun PS zu PN bekommen, müssen wir das umrechnen, beziehungsweise die Formel umformen. Das heißt, wir beginnen mal C durch B zu dividieren. Ist gleich Logarithmus dualis von 1 plus PS zu PN. Rechnen das Ganze dann 2 hoch, um den Logarithmus dualis aufzuheben. Das gibt dann 2 hoch C durch B ist 1 plus PS zu PN. Und daraus ergibt sich PS zu PN ist gleich 2 hoch Kanalkapazität durch die Bandbreite minus 1. Wir müssen also noch einsetzen. B wissen wir. C wissen wir von dem Beispiel D, beziehungsweise den zwei Fällen, die wir hier nochmal hingeschrieben haben, und können uns das einfach durch Aussetzen dann PS zu PN berechnen. Das heißt, für den theoretischen Fall folgt dann PS zu PN ist gleich 2 hoch 658.432 durch 50.000 minus 1 ergibt dann einen Wert von 9.206,79. Und das entspricht in dB, das heißt, wenn wir da 10 mal Logarithmus zur Basis 10 vom Ganzen noch rechnen, 39,64 dB. Gerade der Signalrausch oder das Signalrauschverhältnis wird auch in dB angegeben. Das ist für den Techniker oft einfacher dann zum Verwenden. Im praktischen Fall ist dann PS zu PN gleich 2 hoch 768.000 durch 50.000 minus 1 wieder gleich 42.054,29 und das entspricht in dB 46,24 dB. Das wäre nun das Ergebnis von Punkt E und Sie sehen schon, wenn ich nur Informationen übertragen würde, dann würde mir ein Signalrauschabstand von 39,6 dB reichen, weil ich muss ja in Summe weniger übertragen, nur 658 Bit pro Sekunde. Wenn ich aber im praktischen Fall natürlich auch Redundanz übertrage, muss ich 768.000 Bit pro Sekunde übertragen und das resultiert dann in einer 46,24 dB starken, einem starken PS zu PN. Ich brauche also 7 dB mehr in etwa. Warum ist das relevant? Naja, relevant ist es deshalb, weil ich einmal mein Signal ja so weit verstärken muss, dass ich 46,3 dB stärker bin als wie das Rauschen. Und ich muss auch ein gutes Übertragungsmedium haben und ein Kabel, wo das Rauschen nicht zunimmt und dieses PS zu PN kleiner wird. Wird es nämlich kleiner, dann kann ich nicht mehr die Kanalkapazität erreichen und damit kann ich auch nicht mehr die notwendigen Daten bzw. Informationen übertragen. Schauen wir uns dazu noch Punkt F an. Die Frage ist hier, durch welche Parameter wird die Kanalkapazität beeinflusst und wie verhalten sich diese entlang der Übertragungsstrecke? Wird das Rausch- oder Signalrauschverhältnis am Sender oder Empfänger betrachtet? C ist gleich B mal Logarithmus dualis 1 plus PS zu PN. Wir können nun überlegen, welche dieser
Werte in der Formel sich ändern und nicht? Nun, B hängt hauptsächlich davon ab, wie viel Bandbreite das Signal benötigt, aber auch wie viel Bandbreite das Kabel oder die drahtlose Verbindung übertragen kann. Gerade bei drahtlosen Verbindungen wird das meist auch durch die ITU, die International Telecommunications Union, bestimmt, oder in sogenannten Bandplänen auch bestimmt, wie viel Bandbreite darf das Signal an einer bestimmten Frequenz denn überhaupt haben. Und die Kabel sind natürlich von der Bandbreite durch ihre Geometrie beschränkt. Das heißt, die Bandbreite ist eigentlich eher konstant. PS zu PN hingegen kann sich stark ändern. Beispielsweise durch die Kabeldämpfung kann das Signal immer schwächer werden, je länger das Kabel ist. Oder auch durch die Freiraumdämpfung kann die Signalstärke abnehmen. Zum Beispiel, wenn Sie etwas vom Boden zu einem Satelliten schicken, kommt oben nur sehr viel weniger an. Das heißt, PS ist eher variabel. Beide Parameter wirken sich auf die Kanalkapazität aus. Nun, wo soll denn nun PS zu PN betrachtet werden? Beim Sender oder beim Empfänger? Nun, wir wissen bereits, dass ein kleines PS zu PN auch zu einem kleineren Kanalkapazitätswert führt. Wir wissen auch, dass PS zu PN abnimmt, also vom Sender zum Empfänger kleiner wird. Das heißt, wir müssen PS zu PN entsprechend beim Empfänger betrachten. Denn beim Empfänger ist es eher kleiner als wie beim Sender und somit ist auch die Empfängerseite der Flaschenhals der ganzen Geschichte. Beispiel 5. Eine Parabolantenne mit einem zusätzlichen Verstärker wird für den Empfang eines Satelliten verwendet. Aufgrund der Wettereinflüsse schwankt die Stärke des empfangenen Signals. So eine Parabolantenne könnte zum Beispiel eine der Antennen sein, die am Studienzentrum stehen oder am Infeldgasse 12 Gebäude vom IKS. Dort sind einige dieser Schüsseln am Dach und die haben auch meistens einen Verstärker, weil die Signale vom Satelliten ja sehr schwach sind. Der Verstärker soll aus dem Empfangssignal ein Ausgangssignal mit konstanter Amplitude erzeugen. Dazu wird ein sogenannter Automatic Gain Control System verwendet. Das AGC-System berechnet anhand des empfangenen Signals die erforderliche Verstärkung und sendet dem Verstärker regelmäßig den notwendigen Verstärkungswert als Zeichen. Insgesamt verfügt der Verstärker über 6 mögliche Verstärkerstufen. Das heißt also auch 6 verschiedene Zeichen. So ein AGC-System ist manchmal bereits im Empfänger eingebaut. Also in Ihrem Handy wird ziemlich sicher irgendwo ein AGC-System drinstecken. Bei größeren Systemen gibt es das ab und zu auch. Und in unserem Fall nehmen wir einfach an, dass wir das dem Verstärker mitteilen, damit er dann selbstständig weiß, was muss er denn für eine Verstärkung einstellen. Wir müssen es also irgendwo messen und dann daraus dann den Wert, den Sollwert des Verstärkers bestimmen. Wir haben natürlich das schon mal gemacht und uns angesehen, ja, welche Verstärkung wird denn eingestellt bei welchem Wetter. Man sieht hier in der Tabelle unten, dass bei Sonne etwa 10 dB Verstärkung eingestellt werden muss. Bei schlechter werdendem Wetter, also Wolken, Regen, Nebel, Schneefall, Eisregen, wird dann 35 dB im schlimmsten Fall sogar benötigt. Das heißt, zwischen Sonne und Eisregen brauchen wir 25 dB mehr Verstärkung, also von 10 auf 35. Einfach weil das Signal um 25 dB schlechter wird. Die Häufigkeit dieser Wetterarten bzw. der Zeichen haben wir dann auch einmal hypothetisch angenommen. Wir nehmen hier einfach an, Sonne und Wolken kommt sehr oft vor. Regen und Schneefall weniger oft, aber ungefähr gleich. Nebel eher selten, aber ganz selten der Eisregen. Punkt A, berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit des Auftretens der einzelnen Zeichen. Und in Punkt B dann wieder den mittleren Informationsgehalt eines Zeichens, also die Entropie. Wir haben n gleich 6 Zeichen. Und die Häufigkeit aller Zeichen, also die Summe der Häufigkeiten,
können wir uns aus der gegebenen Tabelle zusammenrechnen. Wir rechnen also die Summe der Spalte der Häufigkeiten und diese Summe hier ist gleich 1.051.200. Ist also 1.051.200. Diese brauchen wir wieder, weil aus den Häufigkeiten des einzelnen Zeichens dividiert durch die Gesamthäufigkeit bekommen wir wieder die Wahrscheinlichkeit eines einzelnen Zeichens. Die Wahrscheinlichkeit von Zeichen A ist somit 367.920. wie auf dem Angabezettel angegeben, durch die Gesamthäufigkeit von 1.051.200 ist gleich 0,35. Die Wahrscheinlichkeit B, das gleiche, die sind gleich häufig, also auch 0,35. Wahrscheinlichkeit C ist dann 105.120 durch die 1.051.200 ist gleich 0,1. Wahrscheinlichkeit von D ist dann 0,08. Die Wahrscheinlichkeit vom Zeichen E ist 0,1, weil gleich groß wie C oder gleich häufig. Und die Wahrscheinlichkeit von Zeichen F ist dann 0,02. Punkt B ist die Entropie gefragt, H gleich minus der Summe von I gleich 1 bis 6 von Pi mal Logarithmus dualis Pi ist dann also minus, Klammer auf, 0,35 mal Logarithmus dualis 0,35, die Wahrscheinlichkeit von Zeichen A, plus nochmal die Wahrscheinlichkeit von Zeichen A, weil B gleich groß ist, also 0,35 mal Logarithmus 0,35, dann C mit 0,1 und so weiter. Plus dann Zeichen E und schlussendlich auch noch F mit 0,02. Passt. Ist gleich 2,129 Bit pro Zeichen. Gut. Damit hätten wir Punkt B. Schauen wir uns nun die Angabe der anderen Punkte noch an. Für die digitale Darstellung wird ein Blockcode verwendet in Punkt C. Bestimmen Sie die minimal notwendige Blocklänge und berechnen Sie die relative und absolute Redundanz. Und in Punkt D, da gibt es einen findigen Techniker, der ändert die digitale Darstellung auf folgenden Code. Das heißt, die Zeichen werden nicht mehr als Blockcode dargestellt, sondern als Code mit Zeichen unterschiedlicher oder als Zeichen, die unterschiedliche Codelängen haben. Also beispielsweise A hat 2 Bit und D hat dann aber schon 4 Bit. Und die Frage ist, wie wirkt sich der geänderte Code auf die absolute und relative Redundanz aus? Hat die neue Darstellung Vorteile? C. Also welche minimale Blocklänge benötigen wir zur Darstellung von diesen 6 Zeichen? Also m quer ist dann wieder Logarithmus dualis, der Anzahl der Zeichen von 6 aufgerundet, ist aufgerundeter Wert von 2,585 gleich also 3 Bit pro Zeichen. Macht auch Sinn, ich habe 5 Zeichen, brauche 3 Bit. Mit 2 Bit könnte ich nur 2 Zeichen darstellen.
Damit ist dann die absolute Redundanz R gleich m quer minus h auch 3 minus 2,129 gleich 0,871 Bit pro Zeichen. Und die relative Redundanz R durch m quer mal 100% gleich 0,871 durch 3 mal 100% gleich 29,03%. Wenn man sich das anschaut, das ist schon ganz viel. Also dieser Code ist nicht wirklich effizient. Wir haben 29% Redundanz drin, also fast ein Drittel oder fast 30% besser gesagt, sind eigentlich unnütz in den Daten. In Punkt D wird also dieser Code nun geändert. Ich wechsle auf ein neues Blatt, damit wir mehr Platz haben. Schauen wir uns den Code nochmal an. Hier wird A als 2-Bit dargestellt, B als 2, C als 2, D als 4-Bit, E als 3-Bit und F als 4-Bit. Entsprechend gibt es ein neues M quer. Das M quer bei Zeichen, die unterschiedliche Länge haben, berechnet sich nun folgendermaßen. M quer ist gleich die Summe von I gleich 1 bis 6 von MI mal PI. Ist gleich, wenn wir uns die Tabelle anschauen, wieder, ich lege sie da unten her. MI vom ersten Zeichen ist 2 und vom Zeichen B ist auch 2. Die Wahrscheinlichkeiten haben wir ganz vorne im Punkt A bereits berechnet. Das heißt, ich schreibe es einfach mal hin, allgemein noch, 2 mal die Wahrscheinlichkeit von A plus 2 mal, weil 2 Bit, die Wahrscheinlichkeit von B plus 2 mal die Wahrscheinlichkeit von C plus 4 mal, weil 4 Bit, die Wahrscheinlichkeit von D plus 3 Bit mal der Wahrscheinlichkeit von E und plus 4 mal der Wahrscheinlichkeit von F. Ist gleich. Zweimal 0,35 plus 2 mal 0,35 plus 2 mal die Wahrscheinlichkeit von C 0,1 plus 4 mal die Wahrscheinlichkeit von D 0,08 plus 3 mal 0,1 und plus 4 mal 0,02 ergibt 2,30 Bit pro Zeichen für M quer. Und daraus können wir wieder die Redundanz berechnen. Groß R ist m quer minus h, ist also 2,3 minus dem h, das wir in Punkt B berechnet haben, 2,129 ist gleich 0,171 Bit pro Zeichen. Und das kleine r, also die relative Redundanz, dann wieder ergibt 7,44%. Wenn wir das also jetzt mit den vorigen Werten vergleichen, da hatten wir 29,03% Redundanz. Und das neue Ergebnis ist viel kleiner von der Redundanz her. Und
Daraus können wir natürlich schließen, das ist auf jeden Fall besser. Wir haben also die Redundanz um einen großen Faktor verkleinert von 39 oder 29 auf 7. Das ist doch eine ganze Menge. Nur indem wir also die Zeichen geändert haben und jedem Zeichen eine unterschiedlich lange Bit-Anzahl zugewiesen haben. Noch ein kleiner Hinweis zu diesen unterschiedlichen Bit-Anzahlen pro Zeichen. Mathematisch gesehen in der Informationstheorie ist natürlich viel besser, Zeichen zu verwenden, die unterschiedliche Bitlängen haben. Technisch gesehen ist es aber ein wenig komplizierter. Wenn man Zeichen hat, die einfach gleich viel Bit haben, dann tut man sich bei der Unterscheidung und bei der Dekodierung natürlich leichter. Wenn diese unterschiedlich lang sind, dann braucht man schon einen Algorithmus dazu, um wieder mit diesen unterschiedlichen Längen auch auf die Zeichen zu kommen. Das macht den Rechenaufwand natürlich ein bisschen größer. Aber aus informationstechnischer Sicht ist der Gewinn natürlich in Hinsicht der Redundanz, die Minimierung der Redundanz, natürlich ein wesentlicher Vorteil. Schauen wir uns nun die weiteren Punkte von Beispiel 5 an. Punkt E, ermitteln Sie das Signal zur Rauschleistungsverhältnis in dB, das für eine fehlerfreie Übertragung über eine Übertragungsstrecke oder einen Kanal mit 1 MHz Bandbreite notwendig ist, wenn über den Kanal maximal 1,6 Megabit übertragen werden können. E ist also PS zu PN in dB natürlich gefragt, mit der Angabe, dass wir ein B von 1 MHz haben und ein C von 1,6 Megabit pro Sekunde. Das heißt, wir müssen wieder C umformen, in dem Fall wieder nach PS zu PN. Das heißt wieder 2 hoch und B hinüberbringen, das heißt 2 hoch C durch B ist 1 plus PS zu PN und daraus ergibt sich dann wieder diese Formel, die wir schon hatten, PS zu PN ist gleich 2 hoch C durch B minus 1. Wir setzen also ein, 1,6 Megabit bei C und 1 MHz bei B ergibt 2 hoch 1.600.000 durch 1 Million minus 1 ist gleich 2,0314. Und wenn wir das nun in dB rechnen wollen, müssen wir PS zu PN in dB gleich 10 mal Logarithmus der Basis 10 von PS zu PN rechnen. Also 10 mal Logarithmus zur Basis 10 von 2,031. Ist gleich 3,078 dB. Wenn wir das mit dem vorigen Beispiel oder vorigen Kanal vergleichen, dann sehen wir, dass wir hier nur 3 dB Signalrauschabstand brauchen. Das ist recht wenig. Das kommt aber einfach daher, dass wir mit 1 MHz und einer Kanalkapazität von 1,6 Megabit einfach nur diese 3 dB brauchen. Wenn unser C größer wäre oder das B kleiner,
dann würden wir auch mehr PS zu PN benötigen. Das zeigt also, dass es unter diesen zwei Bedingungen nicht so schwer ist, C zu erreichen. Schauen wir Punkt F der Angabe an. Hier wird gefragt, welcher Informationsfluss wäre mit der gegebenen technischen Implementierung und der Verwendung des ursprünglichen Blockcodes am Kanal maximal möglich. Das heißt, wir gehen wieder zurück auf unseren Blockcode mit 3 Bit und wollen dann wissen, wie wäre denn da der Informationsfluss maximal. F. Also ich möchte wissen, wie viel Informationsfluss maximal über den Kanal möglich ist. Dazu muss ich wieder die Grenzbedingungen berücksichtigen, C größer gleich H'. In unserem Fall wissen wir, C ist gleich 1,6 Megabit pro Sekunde aus dem folgenden Punkt. Nun, es gibt hier wieder zwei Fälle, die wir betrachten können. Einmal den maximalen Fall, der in der Theorie möglich wäre. Ich nenne den wieder mal theoretischen Fall. Nun, im theoretischen Fall könnte ich an Informationen übertragen, nicht nur mein H an Informationsfluss, weil das wäre ja die normale Formel, H' ist H mal RZ oder RZ mal H. Im theoretischen Fall könnte ich aber annehmen, mein H ist ja M quer minus R, dass die Redundanz einfach 0 bleibt oder 0 wird. Das heißt, ich übertrage nur M quer. Oder anders gesagt, das würde eigentlich bedeuten, dass H gleich M quer ist. Also meine Zeichen nur aus Informationen bestehen. Das ist natürlich theoretisch. Die Zeichen bestehen ja meistens aus Information und Redundanz. Aber im Theoriefall können wir annehmen, die Redundanz ist 0, also mein H ist M quer. Das heißt, der Informationsfluss wäre dann also M quer mal RZ. Wenn wir nun annehmen, dass wir also H' gleich C haben, das ist also unser Maximalfall. Maximalfall entspricht C gleich H'. Folgt daraus, dass unser C einfach H' gleich 1,6 Megabit pro Sekunde beträgt. In der Praxis, im praktischen Fall, werde ich aber nicht nur H im Sinne von alle Bits in Information übertragen. Also ich werde nicht H gleich M quer haben. Ich weiß ja auch aus den vorigen Unterpunkten, dass mein H in Wirklichkeit ja nicht M quer ist, sondern M quer plus R. Oder minus R, besser gesagt. Das heißt, im praktischen Fall gilt immer noch RZ mal H ist gleich RZ mal M quer minus R, aber diesmal ungleich 0. Daraus ergibt sich, dass mein H' gleich RZ mal m quer minus r. Beim Groß R tun wir uns ein bisschen schwer, wir können es natürlich genauso einsetzen, aber man kann auch mit einem Trick umformen und sieht dann sofort, was hier eigentlich passiert. Ich ersetze mal das m quer minus r, indem ich das r durch das relative r, also die relative Redundanz ersetze, das ist nämlich r durch m quer.
mal 100%. Das heißt, ich füge das R ein, indem ich es einfach mal im Quer nehme durch 100%. So, das machen wir hier mal. Also dann kommt raus M quer mal R durch 100%. Das M kann ich vorziehen. RZ mal M quer mal 1 minus R durch 100%. Ich habe jetzt dadurch einen kleinen Rechentrick gezeigt, dass sich mein H', das ich ja vorher gezeigt habe, maximal auch 1,6 Megabit sein kann, reduziert durch 1 minus der Redundanz, der relativen Redundanz. Wir wissen, dass H' ja maximal C sein kann. Das wäre dieser Term da hinten. Den hatten wir ja da oben. Das heißt, C mal 1 minus R durch 100% ist gleich 1.480.960 Bit pro Sekunde. Naja, macht Sinn, weil wir hatten ja 1,6 Megabit für C. Mit anderen Worten, diese kleine Herleitung zeigt, dass die Redundanz natürlich auch in der Praxis dafür sorgt, dass mein Informationsfluss eben nicht C ist, sondern um diese Redundanz reduziert wird. Wir schaffen also mit unserem Redundanzwert von diesen 7,44%, das schreibe ich noch da dazu, 7,44% aus dem vorigen Beispiel, nur 1,48 Megabit pro Sekunde. Das ist allerdings kein schlechter Wert, weil 7% Redundanz ist ja nicht allzu viel. Schauen wir uns nun noch die nächsten Punkte an. G, was versteht man unter dem Begriff Informationsfluss und in welchem Zusammenhang steht da mit dem Begriff Kanalkapazität? Ich glaube, das haben wir in Punkt F schon gezeigt. Ich gehe deshalb nochmal zurück. Also in G können wir dann schreiben, naja, die Kanalkapazität ist immer größer, gleich H' dem Informationsfluss. Der Informationsfluss H' ist entweder M quer mal RZ im Sinne von Redundanz ungleich 0 oder H mal RZ, wenn wir annehmen, dass R gleich 0 ist. Den ersten Fall ist eigentlich, ich schreibe den mal H2', weil das ist mehr so der Datenfluss und nicht nur rein der Informationsfluss. Also das ist eigentlich die wichtige Formel hier. Und zusätzlich wissen wir, im Grenzfall ist C gleich H'. Zwar dann, wenn H' maximal ist. Punkt H zur Gewährleistung der 1 MHz Bandbreite wird am Satelliten ein Filter mit einem Roll-Off-Faktor von Alpha gleich 0,5 verwendet. Wie groß ist die tatsächlich belegte Bandbreite im Frequenzspektrum? Ich glaube, Kosinus Roll-Off-Filter sollten Sie schon mal gehört haben, in Signalverarbeitung oder auch Nachrichtentechnik. Beim Kosinus Roll-Off-Filter handelt es sich um einen in der Praxis tatsächlich realisierbaren Filter. Wenn man sich einen Filter im Frequenzbereich aufzeichnet, dann filtert der einen bestimmten Bereich, ich nenne das mal FG, auf der Frequenzachse. Die Filter sind meistens symmetrisch um den Nullpunkt, das heißt auch negative Frequenzen werden gefiltert. Und
So ein scharfkantiger Filter ist zwar in der Theorie ganz nett, lässt sich aber in der Praxis nicht bauen und nicht realisieren. Kosnitz-Roloff-Filter sind eine Art von Filtern, die man bauen kann, indem man diese Kanten einfach abschrägt. Und daraus ergibt sich dann ein erweiterter Bandbereich, ich nenne das mal von minus FR bis plus FR. Wie rechnen wir uns das aus? Also die gesamte Bandbreite, die wir ursprünglich hatten, nennen wir B und die dann sich ergebende Roll-Off-Bandbreite nennen wir BR. Die Formel lautet dazu, BR ist gleich B mal 1 plus Alpha. Das heißt, für ein Alpha von 0,5 bekommen wir 1 plus 0,5, also 1,5 mal B. Dies war nun der letzte Punkt von Beispiel 5 und somit auch das Ende des zweiten Teils der Rechenübung zur Informationstheorie und Codierung und der Nachrichtentechnikübung 1. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Üben, aber bevor wir das Video beenden, noch ein kleiner Hinweis. Bitte senden Sie mir Ihre Fragen zur Fragestunde zu. Diese findet wie geplant nächste Woche statt. Wir werden dann Ihre Fragen dort möglichst durchbesprechen. Zudem wünsche ich Ihnen natürlich auch viel Erfolg bei der Vorbereitung zu den Klausuren und bei der Durcharbeitung und Ausarbeitung der Hausübungen.